Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind in Runde 29 von 30 angekommen. Und im letzten Spiel von Runde 28 hat ja Bockwurst gegen Clever gekämpft. Hat aber verloren. Damit hat sich Clever weitere 3 Punkte verdient. Ist bei der 68. Ja, an seinem Platz 1 wird sich nichts mehr ändern. Hat auch nur noch ein einziges Spiel allerdings. Während Schäfi noch 2 hat. Nichtsdestotrotz würde ihn niemals einholen können. Der Bockwurst natürlich bleibt auf Platz 12 mit seinen 9 Punkten stehen. Auch den 12. Platz, den hat er, denke ich, sicher. Er kann höchstens noch nach oben. Nach unten geht nicht mehr. So, auf jeden Fall ist heute aber ein nächstes Spiel dran. Und zwar das Spiel Power Kartoffel versus Lord Freezer. Lord Freezer, eben dieser Platz 13. Selbst wenn er dieses und auch das nächste Spiel gewinnen würde, könnte er den Bockwurst aber nicht mehr einholen. So, gucken wir gleich mal. Lord Freezer, Power Kartoffel, los geht's. Und da sind wir. Ich habe natürlich vergessen, welche Karte das ist, aber naja, ist nicht so wild. Ihr habt es am Anfang sicher gesehen. Power Kartoffel hat auf jeden Fall sich Mordor ermordert und Lord Freezer muss mit den Zwergen an den Start gehen. Favorit natürlich unsere Kartoffel. Insofern, ja, muss man mal gucken, ob er das auch wirklich hinkriegt, aber ich gehe eigentlich mal stark von aus. Fraglich ist natürlich, welchen Start er an den Tag legt. Gerade Power Kartoffel hat immer relativ kreativ angefangen mit Mordor. Und macht dies auch diesmal wieder mit dem Haradrim-Palast. Wie gesagt, wir haben ja viele mittlerweile gesehen. Die Orkgruben zum Ork-Spam, den üblichen. Den Haradrim-Palast, den eigentlich fast nur Power Kartoffel nimmt, diesen Start. Der sich eigentlich wirklich nur lohnt, wenn du halt wirklich Creeps in der Nähe hast. Ansonsten eher dann der Tavernenstart, also direkt auf die Taverne und dann als Nahkämpfer die Barbaren rausgeholt, also die Korsaren von Umbar, genau. Aber nichtsdestotrotz, ja, er wird sich schon was bei denken und wird sich ja auch seine Strategie so klug gewählt haben. Stattdessen baut er aber hier direkt aus, geht direkt auf die Bogenschützen, wartet offensichtlich entweder auf geht also eher auf Verteidigung. Nein, geht auch nicht. Er baut lieber erstmal. Ja gut, gegen Lord Freezer kann man sich das erlauben. Denn bekanntermaßen ist dieser eher defensiv unterwegs. Und wird sich zumindest nicht zu Beginn sehr weit nach oben trauen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier tatsächlich einen Vorposten für Rohstoffe. Auf der anderen Seite ein Leuchtfeuer. Hier wird es andersrum sein. Ein Vorposten für Rohstoffe. Und auf der anderen Seite hier unten ein Leuchtfeuer. Ja, eine interessante Karte, die kenne ich jetzt so in der Form auch noch nicht, kann mir ja auch nicht vom Namen her sagen, wo die ist, aber ansonsten gut gewählt. So, jetzt kommt stattdessen tatsächlich die Taverne, hat sich also dann doch mehr oder minder dafür entschieden, statt hier schon ein paar Ostlinge rauszuballern, die Taverne zu bauen und dann eher auf Korsaren zu gehen und hier vielleicht dann auf die Bogenschützen. Auch eine valide Strategie. So hätte er Nahkämpfer und Fernkämpfer direkt mit am Start und gegebenenfalls halt diese hier. Ja, kann man machen, kann man machen. So, müsste aber demnächst auch irgendwo mal irgendwas in Auftrag gegeben werden. Die Rohstoffe dafür hätte er. Wir gucken mal, was beim Lord Freezer so läuft. Dieser hat mittlerweile die ersten Einheiten am Start. Hat natürlich mit den Zwergen allerdings halt doch einen sehr langen Weg vor sich. So. Geht aber auch direkt erstmal creepen. Jo, warum nicht? Ah, Power Kartoffel hat sicher gesehen, was der Lord Freezer hat, weil er das Auge eingesetzt hat. Das habe ich natürlich nie mitbekommen, weil ich die ganze Zeit unten bei ihm war. Insofern kann das daher rühren, dass die Strategieänderungen hier erfolgt sind. So, jetzt kommen ein erstes Mal Korsaren, während ein zweites Mal Haradrim Bogenschützen an den Start gehen. Jo. Kann man machen. So. Nach und nach wird sich natürlich immer weiter vorgearbeitet, während die Zwerge hier bereits am Verhauen sind. So. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Auch hier sind die Korsaren bereits unterwegs. Ich weiß nicht, ob die... Ja, doch, die wollen zuerst den Creep und dann eventuell den Vorposten, denn, wie gesagt, eben dieser ist nicht wichtig, nicht unwichtig. Ich gehe mal von aus, dass es beide wissen. Vielleicht sehen sie ihn aber auch gar nicht. Gerade die Zwerge. Wenn man die Map nicht kennt, kann es ja sein, dass man das gerade noch nicht sieht. Ja.
das ist dann schlecht. Denn genau das wäre jetzt wichtig, dieses Gebäude zu erobern. Ich gehe mal davon aus, dass Kartoffelchen da durchaus anders zu Werke gehen wird. Und naja, sich das Gebäude holt. In dem Moment hat er dann einen Boost, den er wahrscheinlich jetzt schon hat, wie ich ihn kenne. Power Kartoffel 500 und hier 350. Ja, hat er auf jeden Fall. Ja, holt sich jetzt auch den Vorposten. Wie gesagt, nicht unwichtiges Gebäude. Durch diesen Rohstoffboost sollte das passen. Hier schön die Bogenschützen zur Defensive, zur Verteidigung, für den Fall, dass von oben ein paar Zwerge runterkommen, gestellt. Dafür kommen jetzt aber auch schon ein paar Zwerge. Aber größtenteils Nahkämpfer. Allerdings, wie schon erwähnt, allein dieser Rohstoffboost hier wird schon ein bisschen was ausmachen und noch irren die doch ein bisschen zaghaft durch die Gegend. Also nicht straightforward, sondern eher, na, ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht mittlerweile denn doch gesehen, oh ja, Vorposten sollte ich mir holen. Da sollte man aber nicht mit allen hinrennen, sondern vielleicht mal mit einer Einheit, das müsste reichen. So. Ein Nazgul ist mittlerweile auch auf dem Feld und ja, Power Kartoffel rückt mit den Korsaren mal ein bisschen vor, um unseren Freezer ein bisschen zu ärgern. So, hat sich jetzt hier irgendeine Einheit überlegt, wer denn hier jetzt die Vorposten erobert? Nein. Die stehen hier in Stachelschwein-Formation. Schöne Sache, mache ich nie, weil ich es vergesse. Aber eigentlich gar nicht mal so unnütz. So. Okay, hier einmal gegen die Axtschleuderer. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die hier hinten, naja, ist zwar schön und gut, dass sie da sind, aber wir haben jetzt keinen wirklichen Effekt. Das ist ein bisschen ungünstig platziert von den Einheiten. Hier den ersten Kampf konnte damit der Powerkartoffel für sich entscheiden. So. Hier unten kommen weitere Bogenschützen. Gar nicht mal so schlecht, gerade gegen die starken, aber halt langsamen Nahkämpfer. Und davon hat er Lord Freezer doch sehr viele. Wird mittlerweile angegangen von den Korsaren von Umbar, die allerdings, naja, gegen mit den Speeren natürlich durchaus gewisse Chancen haben, zumal sie schon gelevelt sind. Während sie hier hinten netterweise der Nazgul um die anderen Nahkampfeinheiten kümmern kann. Mittlerweile auch Bogenschützen am Start, die vermutlich auch auf Angriff gestellt hier nochmal den entscheidenden Vorteil bringen werden und deswegen die Schlacht durchaus gewinnen werden. Der Nazgul hat ein bisschen was abbekommen. Steht jetzt auch nicht mehr viel, außer eben Pieken. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig hantieren. Macht aber gut. Da oben ist übrigens Gollum, aber der ist, wie gesagt, nicht ganz so wild, solange keine Heldeneinheit gebaut wird. Ist das nicht das Problem. Denn, wie gesagt, Saruman, Sauron und wie heißt sie, Galadriel, die beiden zu spawnen, ist natürlich verboten. Wenn jetzt jemand sich den Ring holt und dann auch noch in die Festung bringt, das ist durchaus okay, das ist legitim, das ist alles okay. Solange man dann in der Festung keinen dieser beiden Megahelden baut, die sind nämlich im Spiel und da sagt, da ist alles okay. So. Hier wird die Sache etwas anders ausgehen. Er wird gleich einen Baumeister verlieren, wenn der Drache Lust hat. Ja, da hat er gemerkt, ich sollte mich zurückziehen. Macht er aber nicht. Tankt gerade der Drache? Tankt gerade der Baumeister den Drachen? Das ist ja auch mal interessant. Der hält auch verdammt viel aus, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Hat er eine Feuerresistenz? Wow! Okay, habe ich auch noch nichts gewusst von, dass so ein Drache keine Chance gegen den Baumeister hat. Gut zu wissen. Meine Fresse. So. Ja, Nazgul levelt. Auch einen Rang hat er sogar mehr bekommen, was nicht schlecht ist. Während Lord Freezer natürlich seine Armee aufbaut, hat er hinten auch eine Esser stehen, um seine vorher angeschlagenen Einheiten wieder hochzuheilen. Aber auf Dauer wird das natürlich nicht nützen, wenn man hier hinten in der Ecke bleibt. Zumal man hier, wenn man hier guckt, 752, 552, ja, ein bisschen wird ausgebaut, aber bei weitem nicht so stark. Power Kartoffel hat ja schon, ja, na sagen wir, die Hälfte der Armee fertig.
So, mal gucken, ob er jetzt mit dem anderen Baumeister dasselbe wieder macht. Wieder den Drachen tankt und sich dann hier... Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, muss ich echt sagen. Oh, hier irgendwas hängt? Ah, nee, hängt nichts. Mein Fehler. War noch nicht am richtigen Bildschirmrand. So. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei 10 Minuten Laufzeit. Ich glaube, 9 Minuten läuft damit das Spiel schon. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, muss ich zugeben. Müsste ich hinterher wieder gucken. Aber ich bezweifle auch stark, dass das wirklich notwendig wird. Eine Fellbestie ist ebenfalls am Start. Die wird vermutlich ein bisschen creepen. Ja, doch ein bisschen hängt es heute schon. Das kann aber daran liegen. Ich habe nebenbei eine Virenprüfung, eine Antivirenprüfung mal laufen seit einer Ewigkeit mal wieder. Weil es notwendig ist. Also nicht, weil ich irgendwas drauf habe, sondern weil ich halt ewig nicht gemacht hatte und heute einen anderen Rechner mitgebaut und gebastelt habe und dieser andere Rechner, der mitgebaut und gebastelt hatte. Oh, guck mal an, jetzt greift die Fellbestie den Gollum an, der arme Gollum. Normale Fellbestie? Ja, normale Fellbestie. Aber Gollum kann entkommen, insofern keine Gefahr, wa? So. Hier hinten... das Leuchtfeuer von Lord Freezer direkt mitgeholt, was natürlich durchaus ein Vorteil ist für ja, die werden auch noch sehr spärlichen, weil halt nicht so viel passiert ist bis jetzt. Gebäude, sagen wir es mal so. Mit der Fellbestie könnte man zum Beispiel hier, wenn man es nicht erobern will, da schon mal drauf gehen. Das würde nämlich dem Lord Freezer ordentlich an Rohstoffen kappen. Aber das muss Powerkartoffel sehen. Lord Freezer wieder mal, nachdem er doch ein bisschen offensiv war, jetzt sehr stark zurückgedrängt in der Festung. Hat zwar hier schon Gläuen mit am Start, aber wie gesagt, vom hinten stehen kann keiner gewinnen. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten an seiner Offensive. Während hier hinten versteckt schon das Katapult steht. Sonst gar nicht so viele Einheiten hier. Ein bisschen was versteckt zwischen den Bäumen. Der ein oder andere hält, aber ansonsten, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine riesen Anzahl an Truppen, die Power Kartoffel eigentlich hat, wenn man es hier vergleicht mit dem, was Lord Freezer hat. So, kommen natürlich immer mehr Bogenschützen raus, während das ist großteilig und teilweise ist. Geht vorwärts. So, genau. Feuerpfeile können die auch. Das ist gut. Weiß nicht, ob er da in die Richtung dann weiter ausbaut. Lord Freezer währenddessen wieder am Festungsausbau. Ja, wie wäre es denn mit ein bisschen Vorrücken? Ruhig ein paar Einheiten verlieren, dann hast du auch wieder Platz und kannst deine Rohstoffe ausgeben dafür. So, hier 1000, hier 657. So viele Rohstoffe hat er auch gar nicht. Aber wie gesagt, diese defensive Taktik ist immer eine Niederlage. Ah, jetzt passiert das, was ich schon gesagt habe, was wohl passieren muss. Einmal das Ding kaputt machen, dann kriegt Lord Freezer schon mal die Einheiten nicht mehr und erobern kann man es dann hinterher selber immer noch. Ist übrigens schon die zweite Fellbestie, die am Start. Also, der Kartoffel geht stark auf Helden hier. Warum auch nicht? Während hier doch die ein oder andere Bogenschützeinheit mit am Start ist, ja auch... Okay, jetzt schickt Lord Freezer allein seine Fernkämpfer vor. Das ist natürlich auch nicht wirklich Sinn der Sache. Denn gerade die nach vorne stellen, egal was man hat, ob es Olifanten sind oder Katapulte, die ja auch irgendwo schon rumgurken werden, da. Das wird wahrscheinlich relativ kurz und schmerzlos werden. Die Bogenschützen hauen weg, was wegzuhauen geht. So, das war wahrscheinlich ein bisschen zum Locken. Ah, da kriegen die Helden schon was ab. Warum die Helden noch weiter nach vorne rennen? Genau. Denn natürlich sind auch diese eher kontraproduktiv, wenn sie hinten liegen. So, das Teil ist mittlerweile wieder repariert. Das hat Lord Freezer zumindest gut gemacht und gut gesehen. Aber das allein wird es natürlich auch nicht bringen. So, hier schießt er mit einem Katapult aufgestellt auf die
Dingens. Das macht aber keinen Sinn, natürlich hier drauf zu schießen mit den Totenschädeln. Das muss er schon hier hinten machen. Ja, jetzt hat er auch geschwenkt. So. Ja, Olifant tankt quasi ein bisschen. Ja, hat aber doch durchaus Probleme. Natürlich tritt er auch gegen Helden dann. Oder ist gegen Helden angetreten. Die haben sich nämlich mittlerweile zurückgezogen. Lord Freezer wieder ganz allein. Eine Einheit vorne hier lässt sie sterben. Das ist natürlich, wie gesagt, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Zwar ist das Micromanagement schon okay, aber es bringt halt nichts, wenn man nur vorn steht und machen lässt. So, während halt Power Kartoffel seine Einhelden zwar auch ein bisschen splittet, aber großflächig verteilt. So, jetzt kann die Fellbestie gegen die Helden vorgehen, weil sie keine Fernkampfunterstützung haben. Sie kriegen zwar hier das eine oder andere Katapult platt, aber dafür hat halt unsere Fellbestie hier ordentlich ja, Einzugsbereich, wie man sieht. Schmeißt halt auch den einen oder anderen Helden durch die Gegend. Ja. Dafür hat hier die ganzen Einheiten rausgehauen aus dem Olifanten. Aber nichtsdestotrotz. Ah, jetzt wird auf den Olifanten geschossen. Übrigens mit ausgerüsteten Einheiten, das ist gar nicht mal schlecht. Allerdings, naja. Wird das nicht den Ausschlag geben. So. Damit hat es unseren, welchen hat es erwischt? Gloin hat es erwischt. Und Gimli ist doch schon stark angeschlagen. So. Und jetzt geht das Katapult, beziehungsweise die Katapulte, das wurde schon wieder ergänzt, direkt auf die Festung. Ein Kampftroll noch zwischen Reihen, der die ja, sehr dezimierten Speerträger durchaus ja, schlagen kann. Ne, geht sogar mit dem Ding jetzt auf den Helden. Ja, damit ist er ein letztes Mal gehüpft. Hat ihm aber auch nichts genützt. Na gut, anders hätte er auch nicht reagieren können, der Lord Freezer, muss man sagen. Denn, naja, irgendwo muss er ja jetzt vorrücken. Mit drei Katapulten vor der Türe. Wenn er jetzt nichts macht, ist die Festung platt, ohne dass groß viel passiert ist. So, da geht's schon los. Das war der Pfeilturm. Und jetzt geht's direkt auf die Festung. Ja, nicht ganz. Nein! Naja, man muss ja seine Leute auch ein bisschen triggern. Ja, aber die Katapulte durchaus effektiv. So, jetzt die Korsaren mit in die Nahkampfeinheiten. Während die Fellbestien noch ein bisschen hinten bleiben müssen, weil die Nahkämpfer eben noch, die Fernkämpfer eben noch da sind, aber alle relativ weit hinten. So, irgendwo was schreit. Achso, da ist der Nazgul wieder mit im Spiel. Und jetzt geht es aber wirklich von den Katapulten her. Ja, nicht nur gegen die nicht nur gegen die Einheiten, gegen die Fernkämpfer, die sich jetzt tatsächlich noch mehr zurückziehen. Im Prinzip. Ja, im Prinzip jetzt alles nach vorne werfen, was anderes, eine andere Möglichkeit hat er eh nicht mehr. Wird auch nichts mehr produziert. Also lieber Lord Freezer, du müsstest da noch ein bisschen ja, an der Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen was tun. Und nicht einfach nur aufgeben, denn ja, klar, das ist auch schon eine Art aufgeben, zu sagen, ja gut, okay, ich lasse mich jetzt so schnell wie möglich fertig machen. Einfach bis zum Ende durchbeißen. So. Das war die Festung. Jetzt rücken die Fellbestien vor, werden von den Fernkämpfern allerdings nicht so attackiert. Ich meine, wenn er jetzt ja eine Fellbestie verloren, was soll's. Die kann er jetzt zurückziehen, muss er jetzt aber nicht zwingen. Wenn da was platt geht, was soll's. Das war die erste. Die zweite würde auch irgendwann fallen, aber naja, eher fällt, also was heißt eher, auf jeden Fall fällt... nicht unbedingt vorher, aber gleich Lord Freezers Produktion. So, Kampftroll mit vorn dran. Damit ist der ja, der Schießstand Geschichte. Während es nunmehr hier gegen Schmiede und gegen die Halle der Krieger geht.
Und so nebenbei mal gegen die anderen Produktionsgebäude. Okay, hier hat tatsächlich die Mine geschafft, die Barrikade platt zu machen. Wahrscheinlich mit Unterstützung der Schmiede, aber ja, auch das, wie gesagt, nicht ausschlaggebend. Die Sache ist durch. Die Messe ist gelesen, gelegt ein toter Drache. Aber der darf da auch Röhren weiter liegen. Den stört das gleich nicht mehr, der hat gleich wieder Ruhe. Reißt alles nieder. Was ist was? Aha. Wer weiß. So. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Zeugs am Start. Hier unten kommt noch was. Was rennt hier rum? Hier kommt nochmal. Ja, hier ist der Hexenkönig. Während hier unten halt so Saurons Mund und hast du nicht gesehen, alle rausgeeiert kommen. Nach und nach. Ja, warum auch nicht? Irgendwo muss Lord Freezer noch was haben. Aber irgendwie weit entfernt dürfte das ja eigentlich nicht sein. Weil er ja hier großteilig schon rausgetrieben ist. So, hier unten ist auch nichts. Also da brauchen wir nicht nachgucken. Obwohl er das jetzt noch macht. Der muss ich hier unten irgendwo hin verzogen. Ja, da hinten. Da haben wir es gedeckt. Gedeckt vor allem. Wir haben es entdeckt. Aber auch das würde ihm natürlich nichts nützen, ne, wenn er nicht irgendwie weiterkommt. So. Tödrö. Da kam ein neuer Olifant irgendwo an den Start. Klang zumindest so. Dann müsste er hier unten sein, ne? Nö. Nö. Na gut. Dann nicht. Ach, hier ist er doch. Der war es bestimmt. Der rumgetrötet hat. So, weiter suchen, weiter finden. Irgendwann muss er ja irgendwann auf diese Mine treten. Also, was heißt treten? Muss ich halt erkennen. So. Auch hier wieder diese Strategie, von der ich nicht wusste, dass die funktioniert. Den Drachen mit dem Baumeister tanken. Und einfach mal nichts verlieren. Geil. Ich sag ja. Wir sind in Runde 29 und ich habe immer noch selbst nichts, wo ich auslerne. Also ich bin immer noch mit in der Lehre. Ich lerne immer noch mit. Mittlerweile hat er das Gebäude übrigens entdeckt, schickt einen Olifanten hin und knallt auch von sich aus her eine Barrikade mit hin. Und baut direkt den Haradrim-Palast in die Ecke. Der Olifant kann sich aber nicht entscheiden. Der geht erstmal hier auf das Rohstoffgebäude. Tötet alles tot und möchte jetzt wahrscheinlich gegen die Halle der Krieger vorrücken, aber da ist die Fahne im Weg, muss ich ein bisschen ehren, während hier hinten der arme Gollum von Saurons Mund und den Nazgul gejagt wird. Armer Kerl. Ja, Lord Freezer baut nochmal auf, die Rohstoffe dafür durften ja genug da sein, aber das nützt ihm halt nichts, wenn er sonst nicht weiterkommt. So, was ist das hier? Aha. Mauerknoten. Einfach um den Baumeister wahrscheinlich vor den Schützenangriffen da zu safen, nehme ich mal an. Okay, das war's. Damit sind das 3 Punkte für Powerkartoffel, der sich jetzt tatsächlich auf den 5. Platz vorschiebt, Tali nach hinten schiebt mit 41 zu 42 Punkten und es bleibt also immer noch spannend, noch sind nicht alle Plätze festgefressen. Auch Talin kann sich gegebenenfalls wieder nach vorn arbeiten. Der hat in dieser Runde noch ein Spiel gegen Mondwag. Und ja, ich glaube, es war Power Kartoffels letztes Spiel. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, wenn er nicht kommt, vollkommen verhämmert, der Talin, wird der Power Kartoffel wieder überholen. Und hat noch Möglichkeiten, Geo einzuholen. Spiele, ja, müsste hinkommen. Ja, okay. Dies wird Power Kartoffels letztes Spiel gewesen sein. Die anderen beiden sind entweder ausgesetzt oder er musste gegen PhaseX oder Ghost antreten. Das heißt, auch hiermit Power Kartoffel der nächste, der sich zurücklehnen und nur noch zuschauen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du die Liga erfolgreich überstanden hast. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 5 oder 6. Oder, müsste 6 sein. Antheas kann die, glaube ich, nicht mehr einholen. Selbst wenn er wollte. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Liga wieder mit dabei.
Bis denn. Tschüss.